So, wie versprochen, geht's direkt bei der Fortschaffershütte. Jetzt sind wir das letzte Mal stehen geblieben im letzten Part, wie ihr sicherlich gesehen habt. Und ich muss es einfach nochmal sagen, also dieser Schaffer ist echt knuffig. Und mittlerweile ist mir auch die Stimme eingefallen, beziehungsweise ich habe einen Kumpel gefragt, der gerne Star Wars guckt. Und mittlerweile ist mir eingefallen, dass es von Chopper Bingens ist. An ihn hat mich die Stimme von Chopper erinnert. Dieses Logi Logi. Das hat mich voll an Chopper Bings erinnert. Aus dem ersten Teil der Star Wars Reihe. Wir gehen hier mal kurz rein in Chopper's Hütte, aber ich denke mal mitnehmen ist hier eh nicht, weil die Hütte einem Charakteren gehört. Deswegen nehmen wir auch hier nichts mit. Aber ich muss schon sagen, es erinnert doch sehr stark an eine Höhle der Hobbits, wenn ihr mich fragt. Das hat mich sofort an Herr der Ringe erinnert, als ich hier die Pforte lang gelatscht bin. Gut, ich würde sagen, wir gehen runter zum Stand. Auf den anderen Teil der Insel und suchen erstmal nach den Hölzern. Ich will schon, wo der stellt. Ja, die Hühnchen könnte man jetzt abballern und sich das Fleisch nehmen. Das ist jetzt die Frage, was wir machen. Also entweder gehen wir jetzt erstmal nach links, also Richtung Westen, oder nach rechts zu dieser großen Höhle, da wo die Gnome leben. Weil die scheint ja hier auf der Karte schon markiert zu sein, wo ich jetzt im Mauszeiger bin. Ich denke mal, dass da im Dschungel die Gnome sind. Oder hier unten in der Höhle, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier den Weg lang. Weil ich vermute, dass am Stand irgendwo das Holz zu finden ist, was wir brauchen. Deswegen gehen wir erstmal hier den Weg entlang. Ein bisschen systematisch vorgehen, denn wir sollen ja die Teile besorgen, damit der Chopper uns das Floß baut. Er hat es versprochen. Aber nur wenn wir ihn mitnehmen auf die große Reise. Muscheln. Oder hätten sie wieder Riesenklappen aufpassen. Treibholz. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Guck mal, ob das diese Holzplanken sind, die wir brauchen. Ja, komm schon, ey. So, wann sind die so schnell, die Klappen? So, ich dachte eigentlich, der Pistolenschuss könnte sie zur Strecke bringen, hat auch nicht gereicht. Wir haben nur noch 217 Schuss für die Flinte. Ein von 10 Treibholz aufgehoben. Also okay, das sind die richtigen Teile. Davon brauchen wir 10 Stück insgesamt für das Floß. Ich denke mal, dass die da noch hier unten irgendwo alle liegen. Ist das auch? Ja, das sind auch welche. Haben wir schon 5. Das läuft ja gut. Aber was mir Sorgen macht, sind diese Segeltuchteile da, diese... Hemden oder was wir da holen sollen, diese Lianen. Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich kann auch noch mal, wo wir die herbekommen sollen. Na komm schon. Ah, nice. Seeteufelchen down. Ich mag die Seeteufelchen irgendwie nicht. Also in den Trailers früher hat man die ja immer gesehen, dann habe ich schon gedacht, oh, die werden bestimmt eklig sein als Gegner. Mit dem Säbel kriegt man die ja einfach down, aber ich möchte nicht immer auf die Stichwaffe switchen. Ich kämpfe lieber mit Muskete, weil ich das richtig geil finde. Ich habe immer auf so ein Spiel gewartet, wo man mit Muskete feuern kann. Jetzt gibt es das endlich und dann, ups, dann spiele ich auch mit Muskete. Na komm schon. Ach, falsche Richtung. Das ist ein Teufel. So. Schluss damit. So, mal schauen, ob das die restlichen Holzteile sind. 9. Und 10. Nice. Questerfolg, Mission abgeschlossen. Vorne liegt eine Gaganuss. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Lass ich mir nicht hingehen. Was ist denn jetzt los? Ich denke, auf einmal kommt die Musik her. Ach, schon wieder ein Sandteufel. Nice. Gut. Gaganuss. Ja, das war das Stichwort. Ich habe immer noch keine Ahnung, für was die Gaganüsse da sind. Ob sie für Tränke braun sind. Ich habe keine Ahnung. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. Boah. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es zum Dorf der Gnome geht. Also freue ich mich schon drauf. Die kleinen knuffligen Tierchen, hätte ich fast gesagt. Bedrohliche Riesenklappen. Boah, seit wann heißen die denn bedrohlich? Gehen wir lieber mal weg. Woher sind die noch für eine Quest oder irgendwas? Das lassen wir mal. Ist schon sehr verdächtig, weil die einen Namen haben.
So, hier vorne sind wir wieder an der Kreuzung zu Chaffas Höhle. Oder Haus, Hütte, was auch immer, wie man es nennen mag. Jetzt gehen wir hier den nächsten Weg lang. Oh, ist das ein Leoparden-Jaguar oder was? Was bist denn du für einer? Du bist ja knuffig. Ja. Spielstand erstellen. Was bist denn du für ein knuffiges Tierchen? Ein Panther. Wow, ist der schnell. Wow. Ja komm, geh weg. Geh weg. Und mal aufpassen, wenn der angesprungen kommt, dann ist der richtige Moment, auf ihn zu schießen. Boah. Also die sind echt nicht ohne. Deswegen sollte man versuchen, sie auf Distanz zu halten, diese Biester. Schon wieder daneben geschossen. Boah, nice. Noch ein Schuss, dann ist er auch nicht down. 200 Erfahrungspunkte. Sogar noch ein Truthahn erwischt, aus Versehen. Den wollte ich eigentlich gar nicht grillen. Oh, jetzt ist er tot, ich kann es nicht ändern. Panda-Fälle halten, können wir verkaufen. Gucken, ob wir gleich ein bisschen was eintauschen können, wenn wir im Dorf angekommen sind. Falls wir das heute noch finden, das Dorf der Gnome. Also wenn die alle so knuffig sind wie der Chaffa, der Häuptling auch, dann mag ich die jetzt schon, die kleinen Pilzfreunde. Wir gehen mal hier den Weg entlang, der auf der Karte markiert ist. Das könnte der Höhleneingang sein. So, erstmal die Termiten in die Hölle jagen. Wir müssen unbedingt Schrot kaufen. Ich muss einen Schrothändler finden. Ach, die Termiten haben ja gar nichts zum Abnehmen. Ich vergesse es immer. Quest erfolgt, Dorf der Gnome gefunden. Ah, hatte ich doch recht hier auf der Karte. Ja, da hat er gesagt, die leben in Höhlen irgendwie. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit jedem. Wir ein neues Areal betreten. Oh, die sind ja alle so knuffig, süß. Labern wir die Leute erstmal an. Oh, die heißen nur Gnome. Ach hier. Khan. Khan, ist das schon der Häuptling? Löffel. Oh, das ist ja süß. Ein Mensch verirrt sich auf unsere Insel. Na klar. Was tust du? Ich will ein Floß haben. So weit weg von deinem Stamm. Man hat mich hier ausgesetzt. Oh, dann bist du ein Verbrecher, ein Dieb. Keine Angst, du kannst deinen Kram behalten. Oh, das ist sehr beruhigend. Du bist ganz allein hierher gekommen? Ja. Ja. Du bist mir viel zu neugierig. Du bist es doch, der die Ruhe unserer Abgeschiedenheit stört. Daher darfst du dir meine Fragen ruhig gefallen lassen, finde ich. Oha. Was kann ich für dich tun? Ein aufgeweckter kleiner Mann. Ich will diese Insel so schnell wie möglich wieder verlassen. Ich will diese Insel so schnell wie möglich wieder verlassen. Die nächste Insel von hier aus gesehen ist Takarigua, Fremder. Man könnte es mit einem Gefährt mühelos erreichen. Sogar mit einem Floß. Ich will ein Floß. Jaffa will mit mir diese Insel auf einem selbstgebauten Floß verlassen. Oh ja, Jaffa versteht sein Handwerk sehr gut und ist eine treue Seele, wenn er sich einmal für einen Meister entschieden hat. Deine Wahl war sehr weise, Fremder. Wir sind also Jaffas Meister, du? Du willst, dass ich sein Meister werde? Du brauchst Hilfe und er braucht einen Travomatar. Ohne Führer und Ausbilder fürchte ich, wird mein Piwi nicht weit kommen. Ich bin zu alt und kann ihn nicht mehr begleiten. Krass. Es wird mir eine Ehre sein, seine Ausbildung zu übernehmen. Mulus Mila, das höre ich gerne. Süß. Aber ich muss dich warnen, Fremder. Er hat für einen Gnom seines Alters noch viele Flausen im Kopf. Na, das kann ja weiter werden. Was muss ich tun als Jaffars Matar?
Lehre ihn deine Sprache, schütze sein Leben und führe ihn zu seinem Auri Kulki. Wenn der Tag gekommen ist, da er es gefunden hat, ehre seinen Erfolg und erteile ihm seinen Rang. Welchen Rang soll ich Jaffa verleihen? Wenn er das Auri Kulki erlangt hat und seinem Meister zeigt, ist er kein Pivi mehr. Er kann dann selbst zum Matar ernannt werden und andere Gnome ausbilden. Jaffa loben und zum Matar ernennen. Okay, alles klar. Mir reicht's. Ich denke, ich hab's kapiert.